Ihr Lieben, es sind schon im wahrsten Sinne des Wortes verrückte Zeiten. Aus meiner Sicht fällt hierbei vor allem die Umdeutung traditioneller Werte und die Schaffung neuer unsäglicher Begriffe, man nehme nur als Beispiel den Ausdruck Sondervermögen für Schulden oder Optimierungspotenzial für Fehler und Mängel. Das heißt, die manipulative Umfärbung negativer Begriffe zur Irreführung der Bevölkerung, zum Teil aber auch als Teil einer psychologischen Kriegsführung, die aber auch genau so das Gegenteil kennt, nämlich das Schüren irrationaler Ängste. All das führt logischerweise zu polarisierenden Effekten, ja Spaltungen, besonders wenn man eine für den Diskurs zu solchen Themen ja unverzichtbare Widersprüchlichkeit oder Diskussion unterbinden, zensurieren oder unter Strafe stellen möchte. Und hierzu gibt es ja herausragende Beispiele. Nehmen Sie nur zum Beispiel den sogenannten DSA, Digital Services Act, der die Europäische Union ermächtigt, den alleinigen Wahrheitsanspruch zu stellen und digitale Medien unter Androhung drakonischer Strafen zu zwingen, Unwillkommene, das heißt von dieser eigens eingerichteten Behörde ohne externe Kontrollmöglichkeit als Fehlinformation etikettierten Informationen zu löschen und deren Verbreitung zu verhindern. Ein häufig strapazierter Begriff ist jener der Verschwörungstheorie. Zur Definition der Verschwörung. Eine Verschwörung ist eine geheime Absprache von zwei oder mehr Personen zum Schaden Dritter. Da stellt sich wohl zwangsläufig die Frage, wer hat denn in der jüngeren Vergangenheit den größten Schaden zu verantworten? Tja, und es ist halt ein erprobtes Mittel, um das möglichst schwierig zu gestalten, einfach unliebsame Aufdecker zu diffamieren, am besten durch zum Teil pharmagesponserte sogenannte Faktenchecker oder auch entsprechende finanzielle Zuwendungen an systemtreue, selbstautorisierte Prüfer zu geben. Korrektiv wird, wie man so hört, erneut durch einen sechsstelligen Betrag von der österreichischen Regierung in seiner Tätigkeit unterstützt. Genau genommen ist das ja nicht das Geld der Bundesregierung, sondern unser Steuergeld. Weiters spielt auch im Sinne einer offensichtlich systemtreuen Interpretation der Begriff der Sekte eine ganz besondere Rolle, sagen wir so. Zur Definition: Mit Sekte wird meist eine Glaubensgemeinschaft bezeichnet, die sich von einer größeren Gemeinschaft, man sagt oft auch Mutterreligion, abgespalten hat. Das ist eine allgemein gültige Definition. Und im Kontext mit Corona ist nun auch die österreichische Stelle für Sektenfragen mit einem ca. 100-seitigen Werk aktiv geworden. Die Dreistigkeit in den Formulierungen dieses Werks wurde durch ein Statement des österreichischen und von mir sehr geschätzten Rechtsanwaltes Dr. Alexander Trudor-Kostic so pointiert auf den Punkt gebracht, dass ich dieses Schreiben mit seiner Genehmigung hier verlesen möchte. Es erging übrigens im Voraus auch per E-Mail als Einschreiben mit Rückschein. An die Bundesstelle für Sektenfragen zu Handen Frau Geschäftsführerin Magister Ulrike Schießer in der Wollzeile 12/2/19 in 1010 Wien. Bericht des Online-Monitoring-Projekts Das Telegram-Netzwerk. Sehr geehrte Frau Geschäftsführerin Magister Schießer, mit Erstaunen habe ich Ihren prominent an alle Massenmedien verteilten Bericht über das Telegram-Netzwerk der österreichischen Covid-19-Protestbewegung und die Verbreitung von Verschwörungstheorien vorgelegt erhalten.
Dabei handelt es sich um ein 100 Seiten langes Werk, das sich wie ein parteipolitisches Pamphlet gegen alle Regierungskritiker und Oppositionspolitiker richtet und mangels jeder thematischen Auseinandersetzung offenbar als staatliches Zensurmittel eingesetzt wird. Dies augenscheinlich, um Andersdenkende zu diffamieren und in ihrer Meinungsäußerung zu beschränken. Was bekanntlich beim Telegram-Messenger noch nicht in der Form gelingt, wie bei anderen sozialen Medien, in denen grundrechtswidrige Informationskontrolle schon an der Tagesordnung ist. Erschreckend ist aber bei ihrer unsachlichen Polemik nicht nur die pauschale Denunzierung und Bespitzelung von Hunderttausenden unbescholtenen und rechtschaffenden Staatsbürgern, sondern vielmehr der Umgang mit politischen Parteien, die nicht in die Gesinnung ihres Auftraggebers, dem Bundeskanzleramt, passen. Wahrscheinlich ist Ihnen als bestens bezahlte Geschäftsführerin der Bundesstelle für Sektenfragen nicht klar, dass wir noch immer in einem demokratischen Rechtsstaat leben, der gerade von der garantierten Meinungsfreiheit lebt. Möglicherweise wissen Sie als ausgebildete Psychologin und Psychotherapeutin mangels politischer Bildung auch nicht darüber Bescheid, dass die Existenz politischer Parteien unterschiedlichster Ausrichtungen die Grundlage für eine repräsentative, pluralistische Demokratie bildet. Es steht Ihnen jedenfalls, in welcher Erfüllungsgehilfeneigenschaft der Bundesregierung auch immer, in keiner Weise zu, eine öffentliche Verhetzung gegen eine Vielzahl von Menschen, die sich im Rahmen des Rechtsstaates und des Verfassungsbogens bewegen, zu betreiben, nur weil sich diese wohlbegründet eine großteils erfolglose Regierungspolitik aufzeigen. Es scheint auch Ihrem mangelnden Verständnis für Grundrechtsschutz geschuldet, wenn Sie sich in Ihrer unsachlichen und inhaltlich unbegründeten Auftragsarbeit sogar abfällig über Demonstrationsbewegungen auf der Straße äußern und es begrüßen, dass sich diesbezüglich zuletzt eine nachlassende Mobilisierungskraft zeigte. Sie missachten damit nicht nur nationale, sondern auch internationale Grund- und Freiheitsrechte, in deren Wesenskern und Demokratie und bringen dadurch selbst eine besonders bedenkliche Demokratiefeindlichkeit zum Ausdruck, die noch dazu totalitäre Züge aufweist. Die neue Bürgerbewegung und Bürgerpartei Vision Österreich, als deren Bundesparteisprecher ich fungiere, kommt in diesem Bericht zwar nur einmal auf Seite 41 vor. Dort wird ohne genaue Quellenangabe wahllos ein am Telegram-Kanal der Partei gepostetes Videofoto von auf 1 zum Thema Anführungszeichen Femizide soll das Feindbild Mann von Migrantengewalt ablenken, Anführungszeichen geschlossen, gebracht, welches offenbar ebenso dem Verschwörungsmilieu zugeordnet wird, weil sich nach der völlig absurden Auffassung des Bundesamtes für Sektenfragen offenbar nur Klammer auf rechts, Klammer geschlossen, extreme Leute auf dieser sozialen Plattform bewegen. Dies, ganz abgesehen davon, dass unter dieser Prämisse die ÖVP im Sektenbericht aufscheinen müsste, da sich Frauenministerin Raab in diesem Kontext im Jahr 2021 ganz ähnlich über das Gewaltproblem in migrantischen Communities äußerte. Hätten Sie sich nur 3 Minuten inhaltlich mit dem Parteiprogramm von Vision Österreich, und dann ist der Link eingefügt, beschäftigt, wäre leicht erkennbar gewesen, dass wir uns immer ausgleichend, sachlich und mit konkreten Lösungsvorschlägen in die politische Debatte eingebracht haben. Aber darum geht es in dieser Verleumdungskampagne ohne dies nicht. Das ist schon klar. Das Bundeskanzleramt bezahlt Sie nicht für irgendwelche ausgewogenen Betrachtungsweisen, sondern ausschließlich dafür, den Ruf und das Image von Regierungskritikern sukzessive herabzusetzen
und politische Gegner mit der Rechtsextremismuskeule auszuschalten. Dies auf Kosten des Steuerzahlers. An einem Dialog sind Sie und Ihre selbsternannten Moralinstanzen zu keinem Zeitpunkt interessiert, denn dann würde das Sachargument wieder entscheiden, dass die österreichische Bundesregierung angesichts ihrer katastrophalen Arbeit aber derzeit tunlichst meidet. Abschließend darf ich Ihnen und Ihren Auftraggebern auch aufgrund meiner Wahrnehmung als Rechtsanwalt mit rund 30-jähriger Praxiszeit meine ausdrückliche Missachtung zum Ausdruck bringen. Sie sind wesentlich dafür mitverantwortlich, dass unsere Gesellschaft in einer nicht mehr akzeptablen Art weiter gespalten wird und sich die Demokratie in Österreich auf einem Tiefpunkt befindet, wie es uns in den letzten Jahren wiederholt von ausländischen Stellen und Universitäten bescheinigt wurde. Auch wenn ich nach Ihrer Darstellung wie alle anderen Vorsitzenden regierungskritischer und oppositioneller Parteien ein Sektenführer bin, werde ich mich weiterhin unbeirrt für unser Land und die Interessen sowie Grundrechte unserer Bevölkerung einsetzen. Dies reinen Herzens und in der Gewissheit, dass sich Beleidigung, Ausgrenzung und Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Zukunft nicht als politisches Programm durchsetzen wird. Magister Alexander Todor Kostic, Bundesparteisprecher. Mir ist es an dieser Stelle wichtig festzuhalten, dass dies keinesfalls als Wahlwerbung für eine bestimmte Partei oder Gruppierung zu verstehen ist. Hier halte ich traditionell, trotz durchaus verlockender Angebote, zumindest bisher Äquidistanz. Folgt man dem logischen Zirkelschluss, bestätigt die Bundesregierung ja eine bisher stets in Abrede gestellte Feststellung, nämlich, dass es sich bei den von ihr verbreiteten Narrativen um Glaubensfragen, in ihrer Gesamtheit also um eine Religion handelt. Warum sonst sollte denn die Bundesstelle für Sektenfragen auf ihre Gegner angesetzt werden? Unterzieht man allerdings die für die Corona-Maßnahmen entscheidenden Protokolle der mittlerweile herausgeklagten RKI-Protokolle wie auch die bisherigen Informationen zum österreichischen Pendant einer sachlichen Prüfung, so kommt man zwangsläufig zu dem Schluss, dass hier völlig evidenzbefreit eine politische Agenda, selbst gegen die Stimmen mancher Gremiumsmitglieder, zum absehbaren und mittlerweile erwiesenen Schaden der Bevölkerung durchgepeitscht wurde. Damit wird übrigens auch die Schutzbehauptung, Anführungszeichen, man hätte es nicht besser gewusst, die ja sowohl zu den nicht-pharmazeutischen Maßnahmen als auch den Behandlungen und zuletzt auch den Spike-Stoffen strapaziert worden ist, außer Kraft gesetzt. Es in dieser hohen Verantwortung nicht zu wissen, was einer unentschuldbaren Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht gleichkommt, oder auch die Bevölkerung wieder besseres Wissen zu belügen, sind beides strafbare Handlungen, denen rechtliche Konsequenzen folgen müssen. Würden es die hierzu berufenen Einrichtungen, die Richter, die Staatsanwälte, aber eben auch die Bundesstelle für Sektenfragen mit einer faktenbasierten Untersuchung ernst meinen, wären sie wohl besser beraten, gegen die Maßnahmenbefürworter als die Maßnahmengegner zu ermitteln. Es steckt nämlich viel Wahres in dem Spruch, wir brauchen neue Verschwörungstheorien, die alten haben sich alle bewahrheitet. Vielen Dank, alles Gute und bleiben Sie behütet.